Hallo Melanie. Hallo Wolfgang. Wir begrüßen Sie recht herzlich bei Ihrem Weinfeinschmecker. Komm, sag's, du hast es doch auf den Lippen. Du kannst ja viel besser. Ich kann besser. Ich weiß nicht, wie das Zitat auch sagst. Ach, einen kann ich widerstehen, nur der Versuchung nicht. Na, das ist was Schönes. Ja, natürlich. Und jetzt überlasse ich dir dein Feld. Also, ich begrüße trotzdem mal recht herzlich bei Ihrem Weinfeinschmecker. Heute. Was machen wir heute? Heute machen wir Rotwein. Wir machen heute Rotwein aus dem Hause Montes. Also Montes ist ein chilenischer Rotwein. Jahrgang 2004. Super Jahrgang. Will ich gar nicht auslassen. Klären Sie mir, lecker. Der Wein, 85% Cabernet Sauvignon. Ja, wie weit? 15% Merlot. Mit gutem Reifepotenzial. Bis ca. 2014? Mhm. Ja, kann man nur empfehlen. Über den Preis müssen wir nicht reden. Gehen Sie in den Shop, Sie werden begeistert sein. Aber kommen wir mal zur Verkostung. Du weißt. Ich weiß. Ein Cabernet Sauvignon aus Chile. Wie im Buch steht. Sag ich immer so. Ich weiß auch fast immer dasselbe, aber ich meine es trotzdem. Es ist einfach genial. Mit der Farbe Purpurrot, Purpurrot, der Kuschel Purpur. Die Qualität ist vorbei. Also Purpurrot in der Farbe. Was willst du zur Nase dran? Was sagst du? Ist nicht ein Wahnsinn. Schwarze Johannisbeere pur. Als wenn sie am Strauch sind, die Flügel. Hm. Ne? Also ganz die, fruchtig und. Die Essenz. Hm. Aber ein Quäntchen, ein kleines Quäntchen Holz, also ein ganz kleiner Vanilleton, aber der ist vonnöten, weil das Gerüst hält es besser. Hm. Gar nicht mehr zu scheißen, Erschwung. Vielleicht macht es zwar so, aber ich trinke es doch lieber hin. Warum? Am Gaumen setzen sich die feinen Johannisbeer-Fruchtaromen fort, gepaart mit einer schönen Schokoladennote und im Abgang lange anhaltend. Der Cabernet Sauvignon ist ein sehr guter Essensbegleiter zum. Vor allem zu kräftigen Fleischgerichten ohne Schärfe. Man reicht oder man kann reichen eine Lammlachse mit Kräuterkruste. Super, das schmeckt aber auch super, einfach nur, wenn man ein Glas Wein abends trinkt, gemeinsam mit einem schönen, gut gereiften Hauptkäse. Ja, aber auch ein Wein auf eine Sole getrunken. Hm. Ja. Oder eine gesellige Runde. Oder eine gesellige Runde oder zum Essen. Ja. Wie immer Sie möchten. Möchtest du mal probieren? Mhm. Na, das hätte ich schon sehr gewundert jetzt, wenn du Nein gesagt hättest. So, liebe Weinfreunde, in diesem Sinne, immer ein leckeres Glas im Wein. Haben Sie eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl.